ins Studio, gleich ran an die Gewichte, Feuer frei, wir haben jetzt die Zeit. Schnell, 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 zack, zack, zack. Stopp! Wenn man über 50 ist, da ist ein Thema besonders wichtig. Gerade für über 50-Jährige, die auf gerade eingestiegen sind in den Kraft- und Fitnesssport, Ausdauersport, ist was ganz wichtig, das sogenannte Thema Aufwärmen. Aufwärmen, ein sogenanntes Warm-up. Wenn ihr das Auto aus der Garage holt, der eine oder andere macht es, aber normal sollte man es nicht machen, raus aus der Garage und gleich Vollgas im roten Drehzahlbereich, macht kein vernünftiger Mensch. Und das Gleiche sollte man auch in seinem Sport machen. Liebe Freunde, aufwärmen. Wärmt euch auf, 5 bis 10 Minuten, maximal 15 Minuten leichtes Aufwärmen auf dem Crosstrainer, Steptrainer, Laufband, was auch immer. Nicht hier voll durchheizen, dass die Zunge aus dem Hals hält, die euch völlig außer Atem sind. Das wollen wir nicht. Aufwärmen, entspanntes Aufwärmen, vorbereiten auf das eigentliche Training, deinem sogenannten globalen Aufwärmen auf dem Ausdauergerät. Es kann auch Seilspringen sein, wenn er zu Hause ist, kann Hüpfen auf der Stelle sein, es kann Hampelmann sein, aber schön entspannt. Nicht übertreiben und danach geht's eigentliche Training los. Das Thema Stretching, das Thema Dehnen, das Thema Mobilität. Ich habe viele meiner Kunden, bevor die überhaupt eine Übung ausführen. Ich arbeite sehr stark mit Grundübungen, sehr stark mit Mehrgelenksübungen, natürlichen Bewegungsausführen, mit relativ wenig maschinenorientierten Bewegungen. Warum? Weil der Mensch sich im freien Raum bewegt, weil der Mensch sich nicht isoliert bewegt, weil er nicht ein Muskellein gezielt trainiert bzw. bewegt, sondern wir trainieren immer in Schlingen. Das heißt, unsere Bewegungen sind natürlich von mehreren Muskelgruppen abhängig. Und das Gleiche simuliere ich natürlich mit meinen Kunden natürlich auch im Krafttraining. Und da habe ich viele dabei, die lasse ich nicht einfach eine Kniebeuge machen, die lasse ich nicht einfach einen Ausfallschritt machen, nicht einfach Kreuzheben oder Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Dips oder Military Press, sondern die lasse ich vorher auch, und jetzt kommt's, Stretching machen. Ja, ich lasse sie vorher dehnen. Jetzt kommen gleich wieder die Gurus und sagen, das ist alles falsch. Alles falsch. Das ist nicht falsch. Sondern als Personal Trainer muss ich entscheiden, wem ich eine Bewegung zumuten kann, wem nicht. In der Regel sind die meisten Menschen, die tagtäglich sich in einer sogenannten nicht artgerechten Haltung befinden, sitzen zum Beispiel, Maschinenarbeiter, leichten Buckel nach vorne, befinden sie sich in einer nicht artgerechten Haltung. Das heißt, der Körper gewöhnt sich an gewisse Haltungen. So, und jetzt kommt Mr. T abends und der kommt und sagt, machen wir eine Kniebeuge. Viele Menschen sind da so verklebt, dass sie es nicht schaffen, eine Kniebeuge oder ein Ausfallschritt oder Kreuzheben oder sonstige Mehrgelenksübungen sauber und einigermaßen fehlerfrei auszuführen. Und da kommt bei mir nach dem sogenannten globalen Aufwärmen ein kurzes Stretching. Hier werden die Verklebungen aufgehoben durch bewusstes Dehnen und dann merken sogar die meisten Kunden selbst und sagen, hey, die Bewegung, die fühlt sich viel homogener an. Klar fühlt sich homogener an, weil die Verklebungen weg sind. Viele Menschen stehen sich bei den Kniebeugen und bei der Grundübung selber im Weg, weil sie den ganzen Tag sich in einer nicht artgerechten Haltung befunden haben. Die Muskelfasern sind gewisse Bewegungsabläufe gewöhnt, gewisse Bewegungsumfänge und jetzt kommt auf einmal ein riesen Bewegungsumfang. Und jetzt müssen erstmal die ganzen Muskelfasern müssen gleiten, müssen agieren. Und das kennen die gar nicht. Und dann mache ich vorher meinen Kunden ein sogenanntes Stretching. Ein Warm-up-Stretching und danach sieht die Bewegung viel geschmeidiger aus und die Fehlerquelle, jetzt kommt's, und die Unfallgefahr ist viel geringer durch Stretching. Ja, und jetzt für die Panikmacher, danach fangen sie an, erstmal mit körpereigener Last die Kniebeuge zum Beispiel zu machen, um den Muskeltonus wieder aufzubauen. Genau, um natürlich die Gelenke zu schützen, so einfach ist, so easy ist das. Deswegen ist auch meine Empfehlung, Freunde, Stretching kann auch beim einen oder anderen das Aufdehnen, das Andehnen vor dem Training einen gewaltigen Vorteil mit sich bringen und vor allem die Verletzungsgefahr minimieren. Und das ist für mich verdammt wichtig für alle, die über 50 sind, weil wenn wir uns verletzen, wie über 50-Jährige, wir brauchen wesentlich länger, bis wir uns wieder regenerieren. Und jetzt überlegt ihr mal, ihr habt ein halbes Jahr trainiert und ihr verletzt euch, weil ihr euch nicht richtig aufgewärmt habt.
verletzt ihr euch. Und ein halbes Jahr Training kann flöten gehen, weil ihr 3 bis 4 Wochen nicht in den Sport könnt. Deswegen, Freunde, bitte, wärmt euch anständig auf, globales Aufwärmen, ein Stretching vorm Training, danach den Muskeltonus aufbauen, mit leichtem Gewicht, nur mit Körperlast und dann Step by Step das eigentliche Training beginnen. Das war's schon wieder, ihr Lieben, zum Thema wärm dich ordentlich auf, Personal Andreas Striembacher aus Karlsruhe, deine Fitness, dein Stretching, deine Vorbeugung gegen Verletzungen, meine Aufgabe.